Hallo und herzlich willkommen, liebe Skorpione, bei mir bei eurer Crazy Owl zu einem Spezial, dem Pluto-Impuls. Wer meine Wochentendenzen, Tagestendenzen auf YouTube, Facebook, Instagram verfolgt hat, der weiß, dass am 21. Januar Pluto vom Steinbock in den Wassermann wechselt und damit ein 15-jähriger Zyklus endet. Und diese Energien spüren viele schon längere Zeit, ja, das ist diese Dampfdrucktopfenergie, die ich auch in der Wochentendenz angesprochen habe. Also dieser Druck erhöht sich und viele spüren eben, dass hier so eine grundlegende Entscheidung anfällt, welchen Zyklus wollen wir beenden, ja, in welche neue Welt, in welche neue Zeit wollen wir gehen. Und Wassermann ist nun mal das Zeichen der Technologie, des Freigeists, der neuen Ideen, dieses einfach mal machen könnte ja gut werden, ja, dieser Gemeinschaftssinn, was eben mit Wassermann auch einhergeht. Und da spüren eben ganz, ganz viele, dass hier, dieser Energiewandel wirklich bevorsteht und sich manche Dinge, die man bisher vielleicht auch unterdrückt hat, jetzt nicht mehr unterdrücken lassen. Denn Pluto steht für den Schatten und den Mystizismus, also für die Mystik. Pluto ist der höhere Wille. Ja, das ist dieses, du kommst hier nicht mehr aus. Pluto führt eben zu Erkenntnissen und auch zu Situationen, wo wir dann eben genau dieses Gefühl haben, ey, okay, jetzt platze ich bald, ich muss jetzt dann eine Entscheidung treffen. Und manche Dinge, die man vielleicht lange vor sich hergeschoben hat oder lange mit sich herumgetragen hat, stehen jetzt an, hinter sich zu lassen, loszulassen und eben in einen neuen Wandel, in ein neues Zeitalter zu gehen. So, wie immer, allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn es nicht deine Legung ist, dann mach's auch nicht zu deiner. Wilma ist dabei und ich habe das Sacred Forest Orakel, die Astro Cards, das Mystical Tarot, das Gilded Reverie Lenormand und natürlich die Faol-Runen dabei. Und jetzt nach langer Rede, kurzer Sinn, schauen wir, welche Energien für euch hier, liebe Skorpione, im Feld sind, welche dir helfen, diesen Wandel gut zu durchschreiten. So, ich mische erst alle Karten raus und dann gehe ich für euch in die Deutung. Ich hätte gerne eine Karte, Dankeschön, vom Sacred Forest. Da haben wir die geheime Quelle mit dem Erfolg. Na, das klingt doch schon mal super. Dann hätte ich gerne zwei Astrocards für das Kollektiv der Skorpione. So, was haben wir da für die Skorpione? Da haben wir drei. Okay, dann sollen es die drei sein. Wir haben das sechste Haus, die Konjunktion und Mars. Okay. Dann schauen wir mal, was hier das Tarot ergänzen möchte für die Skorpione. Da hätte ich gerne drei Karten, bitte, für das Kollektiv der Skorpione. Eine haben wir. Zwei. Drei, vier. Na dann, ausnahmsweise. Wir haben die sechs der Schwerter, die, oh, fünf sogar. Oh, na gut, jetzt haben wir sie schon liegen. Die neun der Stäbe, die zehn der Schwerter. Den König der Schwerter, nein, die Königin der Schwerter und den Ritter der Kelche. So, jetzt hätte ich gern noch zwei Lenormand-Karten. Dann drei. Das Skorpion tarockt heute ständig nach, ich merke das schon. Der Fuchs, der Schlüssel und der Mann. Okay, also ihr seid auf jeden Fall mit der geheimen Quelle, geht es bei euch um Erfolg. Die ein oder andere glückliche Fügung in eurem Leben mag euch vielleicht bisher ein Rätsel gewesen sein, ja, weil sich dieser Erfolg aus einer geheimen Quelle speist. Und dieser geheime Erfolg, der liegt daran, dass ihr hier mit dem Anker und dem Tod,
Ne, der Tod ist ja auch eure Karte im Tarot. Dass ihr hier beständig an eurem Wandel gearbeitet habt, an euren Transformationsprozessen, an eurem Stirb und Werde. Da wart ihr kontinuierlich dran, habt hier dran gearbeitet, unermüdlich habt ihr hier weitergemacht. Ja? Ihr seid auch in der jetzigen Energie, geht es wirklich um Arbeit und Routine, und hier dürft ihr wirklich einen neuen Samen legen mit der Konjunktion. Und zwar dürft ihr diesen Samen legen mit Mars, mit einer wirklich sehr, sehr irdischen Energie. Also Mars ist sozusagen der kleine Wille und Pluto ist der große Wille. Und so kann es wirklich sein, dass für einige von euch hier dieses Thema, sich so zu zeigen, wie man ist, ja, also das Geheimnis deines Erfolgs im Endeffekt, hier wirklich knallhart zu zeigen und zu leben. Hier vielleicht auch zu überlegen, welche Routinen im sechsten Haus, ja, möchte ich verbessern, verändern, weil hier, es ist hier mit der Konjunktion, da geht es um Vereinigung und um Energie. Hier darf etwas Neues ins Werden kommen. Hier darf ein Same gelegt werden dafür. Ja, und hierfür zieht ihr wirklich einen Schlussstrich mit den sechs der Schwertern und den neun der Stäben und den zehn der Schwertern unter dieses niedergestreckt werden. Ja, ihr habt als Skorpion die Energie von Demaskierung. Ihr habt schon viele Schlachten geschlagen. Ihr seid immer wieder aufgestanden. Und ihr seid vielleicht als Wasserzeichen auch diejenigen, die nach außen nicht immer so zeigen, wie tief verletzt sie vielleicht das ein oder andere Mal wirklich waren durch die Geschehnisse in ihrem Leben. Ja, das habt ihr euch vielleicht nicht unbedingt anmerken lassen. Und hier zieht ihr aber auch einen Schlussstrich darunter, unter vielleicht auch Vorwürfe oder alte Geschichten, die euch immer wieder unter die Nase gerieben werden. Ja, das dürft ihr hinter euch lassen mit den sechs der Schwertern, dass ihr immer wieder mit den neun der Stäben dann eben auch in so eine Verteidigungshaltung kommt. Oder in so eine ich muss mich entschuldigen Energie oder sowas. Ne? Da dürft ihr wirklich... Das ist für euch wahrscheinlich wirklich so ein Thema, das hier nochmal durchkommt, dass ihr den Frieden mit eurer Vergangenheit macht, dass ihr wisst, hey, ich habe immer beständig an mir gearbeitet, und ja, natürlich, jeder Mensch hat seine Schattenseiten, aber ja, ihr gebt euer Bestes, ja, um Beständigkeit und auch Zuverlässigkeit, auch gerade was vielleicht auch Arbeit oder sonstiges angeht, hier zu beweisen. Ja, und mit der Königin der Schwerter dürft ihr jetzt hier euch wirklich aus dem, was euch in der Vergangenheit gebunden hat, 10 Schwerter, 9 der Stäbe, die Bürden der Vergangenheit, die Schmerzen der Vergangenheit, davon dürft ihr euch mit der Königin der Schwerter wirklich befreien. Diese Energie ist wahnsinnig intelligent, ist wortgewandt. Sie hat einen glasklaren Blick dafür, wo liegen Potenziale, wo liegen Fähigkeiten. Und das ist ja auch so eure Skorpionenergie, ne, dass ihr eben auch hinter die Masken blickt. Und hier eben wirklich mit dem Ritter der Kelche dies zu befrieden. Hier vielleicht auch, wenn wirklich ihr sagt, okay, hier habe ich eine Verantwortung für etwas zu übernehmen, hier dann auch den nötigen Friedenskelch zu reichen. Das ist so eure Energie, um die ihr euch, mit der ihr euch befassen dürft. Und hier geht es auch nicht mehr darum, dass ihr sagt, hey, ich will die falschen Türen, will ich gar nicht mehr offen halten, ja. Der Schlüssel ist eine Glückskarte, der sagt, alles wird gut. Aber mit dem Fuchs ist so der Hinweis, dass ihr vielleicht bisher immer noch so ein bisschen in der Kompromissenergie wart, ne? Aus irgendwelchen Verpflichtungen heraus müssen ja die Türen offen bleiben. Und hier liegt aber die Weisheit der Schwanzspitze nicht bei diese Türen offen halten, sondern einfach zu entscheiden, okay, wo ist hier mein Glück? Und da, wo sich jemand mir auch mit offenem Herzen zeigt und mit seinem authentischen Sein zeigt, da bleibe ich, da gehöre ich hin. Ja, auf Falschheiten hat man hier einfach keine Lust mehr, und diesen Weg auch zu öffnen. Und auch vielleicht, wenn dir hier ein Gegenüber mit immer wieder diesen alten, ne, wenn das jetzt, nehmen wir an, Familiengeschichten sind, und jemand kommt ja immer wieder mit diesem alten Käse und wirft dir die Geschichte vom 20. Februar 1984 vor, ja,
das Thema ist einfach mal durch. Also das ist einfach mal durch, das darf durch sein. Ja, also hier zieht man auch einen Schlussstrich um dieses Thema, dass dir vielleicht jemand immer wieder diese alten Geschichten, diese alten schmerzhaften Dinge unter die Nase reibt. Das darf gehen und es geht hier wirklich darum, um eine neue Samenlegung der Routine und hier auch mit dem kleinen Willen von dir und dem höheren Willen von Pluto, dich für deinen Erfolg, für das Geheimnis deines Erfolges einzusetzen, lieber Skorpion. So, welche Rune begleitet denn die Skorpione? Die Daggers. Die Daggers ist der Tag und die Daggers ist der kleine, der schrittweise Wandel. Ja, dieses eins nach dem anderen, das muss nichts sein, was bei dir von heute auf morgen passiert, sondern vielleicht kommst du hier schrittweise in eine gemäßigtere Energie, wo du eben aufhörst, dich recht zu fertigen, sondern einfach so nach und nach zeigst, so, ja, es war damals so, die Vergangenheit hat mir nichts Neues zu erzählen. Ja, und dies Schritt für Schritt zu wandeln. Und die Daggers lehrt dich auch den Umgang mit der Zeit. Alles kommt zur rechten Zeit. Und das eben dann zu empfangen, wenn die Zeit reif ist. Und hier auch zu wissen, ne, also dass du mit der Daggers auch dieses, ja, finde ich jetzt interessant, wir haben die Konjunktion, ja, und auch hier haben wir eine Konjunktion drauf. Hier begegnen sich ja diese zwei Dreiecke in der Mitte, ja, und küssen sich. Und vielleicht ist es auch dieses, dass du erkennen darfst, liebe Skorpion, dass etwas, das für dich früher gar nicht vereinbar war, jetzt auf einmal einen Weg zusammenfindet. Das finde ich auch sehr interessant. Da bin ich sehr gespannt, was ihr mir in die Kommentare reingibt als Feedback. So, liebe Skorpione, das war euer Pluto-Impuls. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sagt ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst. Kommt gut durch diese Woche, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.